Sagen die manchmal Muttis bei nicht, was du machst? Fängt gerade so an, schon so, oder? Ein bisschen. Oh, lecko mio, au. Brennt ja meine Arschvioline. Oh, ist Feuer da Ende? Willst du jetzt mit Darm oder ohne Darm, Silvia? Mir egal. Ich weiß es auch nicht. Hier, komm, du kannst ja auch von jeder Wurst, also kannst ja von jeder mal irgendwie probieren. Aber Currywurst, gehört da keine Soße drauf? Ja, dazu kommen wir jetzt. Weil wir haben hier verschiedene Soßen aufgebaut. Und okay, da musst du das Stück Currywurst mal reinditschen. Und du kannst entscheiden, wir haben verschiedene Schärfe, gerade, gerade, gerade. Kann mir jemand schreiben, auch wie es eigentlich richtig heißt? Ich weiß es nicht. Hier haben wir eine Pepperoni, hier haben wir zwei. Hier ist so mädchenmäßig, mhm, hier ist nicht so scharf. Und hier wird es einfach immer schärfer und zum Schluss ist es extrem scharf. Und du kannst selber entscheiden, ich stelle dir Fragen. Fängst mit der am wenigsten scharfen an. Und wir steigern uns einfach immer, ne? Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass ich mit euch mitgewachsen bin, mit der Familie. Und man hat dich natürlich kennengelernt mit diesem Kilenta, Cementa, Lalenta. Aber du bist ja viel mehr als Kilenta, Cementa. Weißt du, was ich meine? Das, ja, ist ja, man hat so viele Seiten von euch kennengelernt. Bist du deinen Kindern manchmal peinlich? Sagen die manchmal, Mutti ist peinlich, was du machst? Also haben meine Kinder schon gesagt. Mama, du bist peinlich, wenn ich denen jetzt zum Beispiel gesagt habe, hier, ey, denk dran, eure Freunde, die sollten immer ein Gummi im Portemonnaie haben, ne? Und wenn die bei mir reinkommen und ich sag dann, ey, hör mal, zeig mir mal dein Portemonnaie, ich will nicht wissen, wie viel Kleingeld du da drin hast, ich will gucken, ob du da die kleine Verpackung drin hast für den Spaß, dann bin ich schon peinlich. Was ich so bewundere, du hast viele Kinder, wie schafft man das eigentlich, diesen Alltag? Die sind wirklich aufstehen morgens und dann hier und machen und tun. Das ist ein alltäglicher Ablauf schon, der sich seit Jahren eingelebt hat bei uns. Die Schulkinder, wenn die morgens runterkommen, die müssen den Müll und die Wäsche mitbringen. Ich laufe dann später mit meinem Putzeimer, sag ich mal, durch die Zimmers durch. Und es spielt sich ganz einfach ab. Nach dem Essen bleib ich sitzen, weil ich da 2 Stunden gekocht habe. Und dann lasse ich die Familie den Tisch abräumen, weil ich sag, ich habe nach dem Kochen verdient, sitzen zu bleiben. Ihr tut es wenigstens in die Küche rüber und ich wasche den ab. Aber dann stehen sie da auch schon Reihe und Glied und machen das mit, weil sie sagen auch immer wieder, ey Mama, du musst auch mal ein bisschen Zeit für dich haben. Probier mal, du kannst so ein bisschen so gucken. Ja, ja, klar. Die ist wirklich knackig. Die Wurst ist knackig, aber die Soße ist noch nicht so, oder? Mhm. Du kannst ruhig weiter essen. Ja. Kamerateam begleitet dich seit Jahren. Wie ist es eigentlich, wenn die nicht dabei sind? Die sind ja auch mal nicht dabei. Wie ist denn das? Hast du denn das Gefühl, dass trotzdem ein Kamerateam da ist? Weißt du, was ich meine? So wie Phantomschmerzen? Scharf? Es geht, ja. das Kamerateam gehört schon zur Familie. Man merkt da gar nicht, ob die da sind oder nicht da sind. Außer wenn dann eins von den Kindern kommt und sagt, immer Mama, der ist der Tontechniker heute da, weil die dann mit dem die Englischarbeiten machen, weil der das besser kann wie ich. Und der macht das dann schon mal in der Pause mit denen. Aber ansonsten, man merkt das Team gar nicht mehr. Die gehören schon ganz einfach, ich sag mal, zum Inventar. Auch die, wenn ich einen Korb Wäsche habe, dann sage ich schon mal, ey, nimm mal eben, bring mal raus, tu, schmeiß im Trockner. Und ganz am Anfang haben sie, warum ich? Ey, Junge, du hast die Handtücher auch benutzt, also kannst du die auch im Trockner tun. Dein Auge tränt schon, ist schon scharf oder ist, ja, es echt, ist die Zweier schon scharf? Oh Gott. Die Zweier ist schon scharf, du kannst noch mal nachditschen mit einem Stück Wurst, weil ich habe ja noch 2, 3 Fragen. Kannst du gut kochen? Also bist du so, dass du von dir sagst, ich kann wirklich gut kochen? Also ich muss schon von mir aus sagen, dass die ist ein bisschen scharfer, ne? Soll ich die denn jetzt nehmen? Gerne, na klar. Ich sag's dir nur ist vorher. Ist da Ende? Da ist Ende, wirklich. Wenn die schon, probier mal. Wie gesagt, du kannst ja dann auch immer noch. Schmeckt aber nach Käse. Schmeckt aber nach Käse. Okay. Chili Cheese. Und die scharf. Ja? Ja. Was passiert bei dir? Was passiert mit dir, wenn es richtig scharf ist? Fängst du an zu Gesichtsschwitzer oder Nacken oder Augen? Fängt gerade so an, schon so, oder? Ein bisschen. Ja, aber Make-up ist noch super. Also das, ja, ist halt wirklich, ich gucke mal, bei mir ist es nur durch die Dämpfe schon, dass ich hier an der Nase schwitze. Deswegen ist es immer sehr faszinierend zu sehen. Man kriegt ja so Hater-Kommentare, ne? Internet und so habe ich ja genauso. Was war für dich das Schlimmste, was dir mal jemand geschrieben hat? Ja, das Schlimmste ist für mich, wenn da, sage ich jetzt mal, so Leute, wow, leck, komm hier, wow.
Du willst mich nur zum Reden bringen, damit dann noch mehr brennen. Und morgen merke ich das noch mal, wenn, ne? Brennt meine Arschvioline. die können zu mir sagen, was sie wollen. Ich werde nur brandgefährlich, wenn irgendwas gegen meine Kinder ist. Mhm. Ne? Und dann tue ich schon mal so einen Kommentar da rein. Und da sind aber dann meine Fans, die mich dann auch mit verteidigen. Dein Vater ist Fernfahrermann. Wie ist er denn? Auch wie lange gefahren? Er ist 40 Jahre, über 40 Jahre, bis zum Tod hin. Mein Vater auch, der ist, hat danach dann irgendwann mal einen Taxischein gemacht, als Taxifahrer. Das ist ja krass. Und meine beiden Brüder auch, ne? Und auch im Westen und im Osten gefahren? Ja, beides. Meiner auch. Ey, wir müssen Stammbaum wirklich vergleichen. Pass auf, von denen kommt's raus. Geht's dir noch gut nach Davos? Kannst du noch mal in die scharfe Rinde dutschen, weil ich muss weiter Fragen stellen. Wann kriege ich mein Glas Milch? Wenn du sagst, du kannst gar nicht mehr, dann stelle ich dir eine explizite Sache, musst du dann noch machen. Das ist die 4, ja, die ist wirklich hot. Hat sich auch bisher, sag ich dir dazu, noch keiner rangetraut. Vorsicht. Ich versuch's. Ich schwitze jetzt ein bisschen mehr. Mal gucken, wie du... Vom Zuki. Was sagst du? Ist Bums denn da? Jalla, jalla, der Papst, aber der kann mit den Arschbacken klatschen, glaubst du? Aber ich hab so den Respekt vor dir, das glaubst du gar nicht, weil ich könnte das nicht. Du hast jetzt eine Aufgabe und wenn du die bestehst, kriegst du gerne ein Glas Milch von mir. Mhm. Und zwar, zähl mir innerhalb von 7 Sekunden alle Namen deiner Kinder auf. Silvana, Sarafina, Sarah-Jane, Lavinia, Kelenta, Estefania, Loredana, Jeremy Pascal, Silvana, Patrick. Ja, ich bin schon wieder hinten dran. Gib mir ein Glas Milch. Du hast dir dein Glas Milch verdient, was ja wirklich, wie gesagt, ich schwitze nur beim Zugucken. Aber ich habe da den größten Respekt vor. Das tut gut. Tut gut? Ja. Danke dir, liebe Silvia Wollny, Grüße und trink deine Milch aus, ne? Ja. Ey, wir hatten hier schon Typen, die bei der 4 sich in die Hose gemacht haben. Ja, und Sanitäter brauchten, ne? Und Sanitäter brauchten, liebe Gott sei Dank, muss man auch mal dazu sagen, wir haben immer vor Ort einen Sanitäter. Ne? Ja, die Leute denken, wir machen nein, es ist immer ein Sanitäter da, der im Notfall auch eingreifen kann. Aber wie ich Silvia kenne, die nimmt nachher die scharfe Soße noch mit nach Hause und schmiert sie sich auf ihr Käsebrot. Das hier noch einpacken. Wir sagen Dankeschön, Knuti, Koti und ich bei Ilka Extrem Scharf auf Facebook Watch. Schaut vorbei. Schreibt uns einfach mal, wenn ihr irgendwie auch interessante Gäste habt, die ich mal einladen soll. Ansonsten, wenn ihr mehr Bock auf die scharfe Ilka habt, kommt vorbei bei meinem Solo-Programm abgeschminkt und trotzdem lustig auf Tour. Vielen Dank. Du machst jetzt Feierabend, oder? Ich mache jetzt Feierabend. Gehen wir wieder noch eine Currywurst essen? Auf jeden Fall. Wir müssen den Rest hier noch verputzen. Bis gleich. Kein Thema. Wiedersehen.